Sich selbst finden und den eigenen Fashion-Stil finden, das ist auch für Männer gar nicht so einfach. Gemeinsam mit Zalando haben wir 6 ganz unterschiedliche Personen eingeladen, die uns erzählen, wie sie ihr jüngeres Ich modisch stolz machen und welche Rolle Gender dabei spielt. Heute spreche ich mit dem Musiker Lukas Oskar. Schön, dass du da bist, Lukas. Thanks for having me. Ich freue mich sehr. Du hast 2016 The Voice Kids gewonnen. Glückwunsch nochmal nachträglich. Vielen Dank. Und heute machst du selber Musik. Inwiefern, wie ist dir der Sprung vom Kinderstar-Image weg gelungen? Wie schwierig war das für dich? Wow, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Vor allem, weil die Zeit danach wirklich sehr prägend war, beziehungsweise sehr geprägt. Eben, ich habe das, also das Ding ist so, wenn du mit 13 so sowas mitmachst, eben obviously so, you know, ich starte so mit der hohen Stimme rein so und dann so Stimmbruch, so alles geht bergab, so Absturz, so, you know. Das war, glaube ich, das Prägendste von dem Ganzen, so quasi so neu meine Stimme zu finden und einfach zu wissen, so, wo möchte ich hingehen. Exact, literally. Also wirklich, es ist ein komplett neues Set an Vocal Cords, basically, womit du plötzlich arbeitest. Ist für dich Gender was Fluides? Oder würdest du sagen, Mann sein ist schon irgendwie Mann sein, aber oder ist es was, wo du sagst, so, das ist für mich komplett so aufgelöst? Ja, also es gibt ja den Unterschied zwischen Sex und Gender. Und Gender ist für mich 100% fluid, beziehungsweise in einer idealen Welt, dann müsste das eigentlich gar keine Frage mehr sein, irgendwie. Inwiefern hilft dir auch Mode dabei, dieses Fluide irgendwie auszudrücken? Also ist für dich auch Mode was Genderneutrales? Mhm. Wie ist das so, wenn du shoppen gehst? Also ich gehe, in der Hinsicht ist es für mich genderneutral, dass ich wirklich, ich suche nach Pieces, egal wo, so im Endeffekt. Also, oder beziehungsweise eigentlich häufiger in der Frauenabteilung als in der Herrenabteilung. Weil ich denke mir als Typ, wenn du zu stur bist, in die Frauenabteilung zu gehen, dann ist es dein fucking problem so, you know, then go wear boring clothes. Wir haben dich ja gebeten, dir bei Zalando ein Outfit auszusuchen, mit dem du dein jüngeres Ich stolz machen möchtest. Das ist jetzt dieses schöne Outfit hier. Warum ist es genau das Outfit geworden? Also was würde dein jüngeres Ich dazu sagen? Ich glaube nicht, dass dieses Outfit mein jüngeres Ich stolz gemacht hätte. Interesting. Aber dass ich jetzt Sachen trage, die mein jüngeres Ich nicht stolz machen würden, macht mich jetzt stolz. Weil es, wie gesagt, ist egal, so was du in der Vergangenheit irgendwie gedacht hast oder so.